In den letzten Monaten hat WhatsApp einige spannende neue Funktionen dazu bekommen und für 2025 sind auch noch viele weitere geplant und daher möchte ich euch in diesem Video gerne einen Überblick aktueller neuer Funktionen und zukünftiger Funktionen geben. Und sollten dich übrigens Videos wie dieses zu spannenden Tipps und Tricks interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr zu verpassen. Beginnen wir das Video mit einer meiner Meinung nach wirklich sehr praktischen neuen Funktion. Und zwar, solltet ihr euch vertippt haben, habt die Nachricht aber bereits abgeschickt, dann könnt ihr diese jetzt auch im Nachhinein noch bearbeiten. Dazu einmal hier gedrückt halten und dann seht ihr auch schon, einmal hier bearbeiten, dort könnt ihr raufgehen und habt nun hier die Möglichkeit, entsprechend die Fehler zu beheben. Also ihr könnt hier ganz einfach natürlich mit dem Cursor einmal zu den entsprechenden Fehlern gehen und habt dann hier die Möglichkeit, das Ganze anzupassen, was ich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr praktisch finde. Ich werde das hier jetzt einmal ganz kurz erledigen, werde das hier einmal ändern. Das F lasse ich jetzt klein und dann gehen wir hier einmal auf erneut abschicken und dann seht ihr auch schon, das Ganze wurde jetzt korrigiert und wir haben einen kleinen Schriftzug bearbeitet, inklusive einer Uhrzeit, was ich auf jeden Fall hier auch sehr gut finde, dass man eben sieht, dass ein Teil bearbeitet wurde. Sprachnachrichten sind für uns alle keine besondere Funktion mehr. Es gibt aber eine neue, ziemlich spannende Funktion, die aber etwas versteckt ist. Und dazu müssen wir hier einmal auf das Kamerasymbol gehen. Und dann finden wir hier einmal die Möglichkeit, zwischen Foto und Video zu wählen. Und ganz neu haben wir hier auch die Möglichkeit, auf die Videonotiz zu gehen. Und dann seht ihr hier auch schon die Kamera, mit der ich gerade filme, denn ihr habt hier eben die Möglichkeit, so eine Art Selfie-Kurzvideo aufzunehmen als Alternative zu einer Sprachaufnahme, was natürlich eine ziemlich coole Funktion ist, die man eben ganz einfach nutzen kann mit Videoformat zusätzlich, wenn man zum Beispiel sich selber mal aufnehmen möchte und das Ganze etwas persönlicher gestalten will. So eine Videonotiz darf höchstens 60 Sekunden lang sein, wie ihr seht. Das Ganze wird hier in so einem kleinen runden Kreis abgebildet, kann man hier natürlich auch ganz einfach größer machen und auch pausieren und wieder starten. Also auf jeden Fall eine ziemlich kleine, versteckte Funktion, die in einigen Situationen aber ganz lustig sein kann. Innerhalb von Gruppenchats habt ihr neben den Standardoptionen Fotos, Kamera, Standort, Kontakt und Dokument nur noch zwei weitere Möglichkeiten, nämlich einmal Umfrage. Ihr könnt also ganz einfach eine Umfrage erstellen, zum Beispiel, was am Abend gegessen werden soll. Und ihr könnt auch ein Ereignis in die Gruppe posten, zum Beispiel für einen Geburtstag oder irgendeine Einladung. Wenn man mehrere Personen aus der Gruppe gleichzeitig einladen möchte, kann man hier entsprechend ein Ereignis hinzufügen, was die anderen dann in den Kalender importieren können. Wenn ihr einen Chat zusätzlich sperren möchtet, dann könnt ihr das in den Einstellungen des jeweiligen Chats machen. Ihr seht hier einmal die Möglichkeit, diesen zu sperren und daraufhin wird dieser auch ausgeblendet, also dieser Chat wird gesperrt und ausgeblendet und ihr könnt eben per Face ID das Ganze dann entsperren, was natürlich sehr, sehr gut ist, wenn man bestimmte Chats zum Beispiel mit dem Partner nicht öffentlich mehr oder weniger in WhatsApp lassen möchte, sondern diese noch einmal zusätzlich sichern will. Zu sehen sind diese gesperrten Chats dann ganz oben über den Archivierten. Dort könnt ihr einfach raufgehen, euch mit Face ID legitimieren und daraufhin könnt ihr auch direkt auf diesen Chat zugreifen. Also das ist hier auch ziemlich unkompliziert, aber eine zusätzliche Sicherheitsfunktion. Fotos lassen sich in WhatsApp nicht mehr nur in einer SD-Qualität, sondern mittlerweile auch in einer HD-Qualität versenden und das auch standardmäßig und zwar in den Einstellungen unter Speicher und Daten habt ihr die Möglichkeit hier bei der Medien-Upload-Qualität diese zu ändern von Standard einmal in HD-Qualität. Das Ganze kann ein bisschen länger dauern und die Dateien sind dabei bis zu 6-mal größer, aber sie werden eben nicht so stark komprimiert wie in der Standardqualität. Das heißt, gerade wenn ihr irgendwie wichtige Fotos versenden möchtet, dann habt ihr hier die Möglichkeit, auf jeden Fall eine bessere Qualität auszuwählen, auch wenn das keine Originalqualität ist. Das heißt, trotzdem werden die Bilder etwas komprimiert. Diese Funktion gilt übrigens auch gleichermaßen für Videos, allerdings wird hier lediglich 720p HD Ready verwendet, was immer noch eine ziemlich geringe Auflösung ist. Alternativ könnt ihr aber hier auch auf das Plus gehen und anstatt Foto bzw. Kamera auszuwählen, könnt ihr auch auf Dokument gehen und habt hier dann die Möglichkeit, eine Datei auszuwählen oder Bild bzw. Video. Und wenn ihr hier das Video auswählt, kann dieses bis zu 2 GB groß sein und entsprechend trotzdem in voller Auflösung, also ohne eine Komprimierung, versendet werden. Das wäre hier auf jeden Fall die bessere Wahl. Wenn ihr ein Foto versenden möchtet und dieses soll lediglich einmal verschickt werden, dann habt ihr die Möglichkeit hier über dem Absende-Button diese kleine 1 zu aktivieren und daraufhin wird dieses Bild wirklich nur einmal als Ansicht verfügbar gemacht und daraufhin wird es auch wieder gelöscht. Und die Person, die das Foto bekommt, kann dieses weder speichern noch weiterleiten oder in einem Screenshot sozusagen sichern, sondern es ist dann wirklich nur zur einmaligen Ansicht gedacht.
Trotzdem solltet ihr natürlich keine sensiblen Daten per WhatsApp versenden. Eine praktische Funktion, die es schon etwas länger gibt, sind die selbstlöschenden Nachrichten. Dazu wieder auf den Kontakt gehen und dann hier entsprechend einmal aktivieren. Ihr könnt die Nachrichtendauer zwischen 90, 7 Tagen und 24 Stunden wählen und habt dann hier eben die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass diese Nachrichten dann gelöscht werden. Ich werde das Ganze jetzt einfach beispielhaft einmal auf 90 Tage stellen, denn es gibt eine neue Funktion, die damit verbunden ist, die ich dann doch sehr praktisch finde. Und zwar ist es möglich, wichtige Nachrichten trotzdem zu speichern, auch wenn ihr selbstlöschende Nachrichten aktiv habt. Dazu einfach hier einmal auf der entsprechenden Nachricht gedrückt halten und dann öffnet sich hier das klassische Menü und ganz neu als Punkt dann automatisch dazugekommen ist, ist der Behalten-Punkt. Den könnt ihr ganz einfach einmal antippen und dann entsprechend hier diese Nachricht speichern. Das heißt, wenn ihr irgendwie von einer Person eine wichtige Nachricht bekommt und ihr habt da trotzdem die selbstlöschenden Nachrichten aktiv, dann könnt ihr diese sichern, damit diese nicht gelöscht wird. Weitere Sicherheitseinstellungen, die ich sehr empfehlen kann, finden wir unter Datenschutz. Da einmal hier in den Einstellungen raufgehen, etwas nach unten scrollen und dann finden wir unter anderem hier auch die App-Sperre. Dort können wir raufgehen und dann hier entsprechend Face ID erforderlich aktivieren, um WhatsApp hier noch einmal zusätzlich per Face ID zu sichern. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist unkompliziert, schützt aber nochmal hier eure Chats und Bilder, die ihr per WhatsApp versendet. Etwas weiter unter der App-Sperre finden wir dann den Punkt Erweitert. Dort könnt ihr einmal raufgehen und daraufhin dann hier oben zwei Punkte aktivieren, nämlich einmal IP-Adresse in Anrufen schützen. Das ist ein Datenschutzpunkt, der auf jeden Fall besser ist, aktiviert zu haben, weil so der Standort besser verborgen wird, wenn ihr mit dem Gerät telefoniert. Und die Linkvorschau deaktivieren könnt ihr ebenfalls hier einmal auswählen, wenn ihr das möchtet, wenn ihr keine Linkvorschau mehr bekommen möchtet, gerade wenn ihr doch relativ viel Spam irgendwie bekommt oder in Gruppen seid, wo viele Links hineingeschickt werden, dann könnt ihr das hier einmal einschalten. Schon etwas länger unter Aktuelles gibt es Kanäle und dort könnt ihr zum Beispiel Mannschaften folgen, YouTubern folgen und so weiter. Ihr könnt diesen Kanälen beitreten und bekommt dann hier immer Informationen, in meinem Fall immer, wenn ich ein neues Video veröffentlicht habe, ab und zu mal eine Umfrage und so weiter. Also hier könnt ihr einfach Kanälen folgen. Ich verlinke euch auch gerne meinen Kanal unten in der Videobeschreibung, wenn ihr möchtet, werdet ihr dort immer über ein neues Video informiert. Wechseln wir noch einmal zurück in die Einstellungen und gehen hier dann einmal in den Bereich Konto. Und hier gibt es unter anderem auch die Möglichkeit, Passkeys anzulegen. Die finden wir hier. Und das kann ich sehr empfehlen, hier einen Passkey anzulegen, um euch per Face ID, Touch ID oder mit dem Code eines anderen Gerätes einzuloggen. Das ist nochmal eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, die ich sehr gerne bei sehr vielen verschiedenen Apps und Webseiten verwende. Passkeys sind auf jeden Fall eine super Sache, die ihr hier jetzt auch auf dem iPhone nutzen könnt. Unter anderem sind bis Ende 2024 und im Laufe von 2025 noch weitere Funktionen geplant. Mit dabei der Meta AI Chatbot. Diesen gibt es auch schon unter anderem in den USA und der kann ganz einfach für Textgenerierung verwendet werden, aber auch zum Beispiel um Bilder zu generieren, wie an diesem Beispiel hier ein Bild vom iPhone 16. Und dieses kann ich dann ganz einfach versenden, kann da auch ein animiertes GIF draus machen und dieses verschicken. Also da wird in Zukunft einiges möglich sein. Außerdem arbeitet WhatsApp an einer Funktion, die sich Nearby Share nennt und eine Art AirDrop ist, um zum Beispiel auch Dateien von Android zu iOS zu verschicken oder andersherum ohne Qualitätsverlust. Unter iOS kennt man das ja bereits, dass man eben per AirDrop zum Beispiel an ein anderes iPhone, iPad, Mac und so weiter Dateien senden kann. Und per WhatsApp soll das Ganze dann auch zwischen verschiedenen Geräten und Betriebssystemen möglich sein. Eine neue KI-Funktion, die erscheinen soll, sind direkte Live-Übersetzungen. Solltet ihr also zum Beispiel mit einer Person schreiben, die nur Spanisch schreibt, dann können die Texte direkt ins Deutsche übersetzt werden, was natürlich ebenfalls sehr praktisch ist. Aktuell ist es mit WhatsApp leider noch nicht möglich, animierte Emojis zu versenden, aber auch das soll sich in Zukunft ändern. Ähnlich wie bei Telegram, wo das schon länger möglich ist, können wir in Zukunft auch animierte Emojis per WhatsApp versenden. Und zu guter Letzt arbeitet WhatsApp an einer Funktion, die Sprachnachricht direkt transkribiert und das gibt es unter anderem schon in iMessage und auch in anderen Messengern, dass man eben diese Sprachnachrichten direkt lesen kann und man sie sich nicht anhören muss. Ebenfalls sehr praktisch, gerade wenn man die Sprachnachricht mal nicht anhören kann, bekommt man dann entsprechend den Text einmal transkribiert und kann diesen dann lesen. Daher freue ich mich auch sehr über diese Funktion, die in einigen Situationen wirklich sehr praktisch sein kann. Wie ihr seht, hat WhatsApp im Jahr 2024 einige neue Funktionen dazu bekommen und auch in Zukunft sind weitere sehr praktische geplant und ich hoffe, ich konnte euch hier einen ganz guten Überblick aktueller und zukünftiger Funktionen geben.
Wenn das der Fall war, dann würde ich mich jetzt auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mir mal gerne eure Meinung zu den einzelnen Features in die Kommentare schreiben und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!